Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Medikus. Es geht um Erste Hilfe und diesmal so ein bisschen um Erste Hilfe EDC. Und ich möchte euch kurz erklären, warum. Hier geht es also gerade auf die, Zeugnisse. Auf die Zeugnisse zu in den verschiedenen Schulen. Demzufolge geht es mit hektischen Schritten in die Frühjahrsferien und damit in die nächste große Runde der Skisaison. Das ist gut und richtig so und ich selber bin bekennender Skifahrer seit, also ernsthaft angefangen habe ich mit 11 und bin jetzt gerade dabei 51 zu werden, also ich mache das schon eine Weile. Bin immer unbeschadet davon gekommen, bin immer mit heilen Knochen da rausgekommen und das, was mir geholfen hat, kann eventuell auch euch hilfreich sein. Und das hat auch einen ziemlich guten Grund, dass ich so ein bisschen vehement irgendwie auf dem rumreite, was ich hier so tue. Und das erklären wir heute mal. Heute gibt es also Tipps und Tricks, worauf ihr achten solltet, was ihr im Vorfeld tun könnt, was ihr tun könnt, wenn euch wirklich was passiert ist, was ihr besser lassen solltet. Punkt Nummer 1, der allen Beteiligten gern mal um die Ohren fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes: Fahrt bitte nicht unvorbereitet, körperlich unvorbereitet in solche Aktionen. Das hat relativ häufig den ganz blöden Haken, dass es entweder irgendwo in der Notaufnahme oder sogar im Krankenhaus endet und eventuell auch mit einem Rückflug durch den Patientenrückholdienst des ADAC. Es ist eine DO 528, die ist vornehmlich und eigentlich nur für den Patientenrücktransport und gerade jetzt in der Wintersaison, in der Skisaison, ist das Ding regelmäßig zwischen Österreich, Deutschland, gerade Norddeutschland und Holland unterwegs. Denn es begeben sich viele Leute in derartige Skigebiete, um Dinge zu vollziehen, um Dinge durchzuziehen, die sie sonst die restlichen 360 Tage im Jahr nicht machen und damit hat euer Körper mitunter echte Schwierigkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich körperlich einigermaßen darauf vorbereiten kann. Ein altes indianisches Sprichwort sagt, use it or lose it. Ein weiterer Punkt, wenn ihr denn schon mal irgendwie da seid in den entsprechenden Skigebieten, dann sind diese Skigebiete beschildert. Diese Beschilderung, meine Damen und Herren, das ist nicht irgendwie nur ein freundschaftlicher Gruß aus der Küche oder so, sondern es hat ganz einfach den klassischen Beigeschmack, dass ihr, wenn ihr diese Beschilderung und diese beschilderten Routen verlasst, euch echt in Gefahr begebt. Und der Haken an der Sache ist, ihr begebt ja nicht nur euch in Gefahr. Wenn euch da draußen im Gemüse irgendwas passiert, muss euch da irgendjemand rauspflücken. Und auch den bringt ihr in Gefahr. Einfach nur mal ganz kurz drüber nachdenken, ist es das tatsächlich wert? Ja, für den einen oder anderen mögen diese normalen Pisten furchtbar langweilig sein, aber wenn ihr schon meint, vorzeitig ableben zu wollen, dann zieht wenigstens keine anderen mit rein. Merkt ihr es? Das zum Thema Vorbereitung und zum Thema, was ihr bitte lassen solltet. Was ihr nach Möglichkeit entweder in eurem Rucksack oder in eurem EDC haben solltet, gerade wenn ihr tatsächlich stürzt und nicht alleine hochkommt und echte Schwierigkeiten habt und wirklich in richtig, richtig große Schwierigkeiten kommt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig drüber. Na, da passt in so eine Tasche durchaus eine Rettungsdecke. Das ist kein Geheimnis oder irgendwas in der Art. Da erfinde ich auch das Rad nicht neu. Na, wo eine Rettungsdecke ist, darf ganz gerne auch eine zweite sein oder sowas in der Art hier. Das ist ein Notfallschlaf- und Biwaksack. Der nimmt in so einer Bauchtasche oder in so einem kleinen Rucksack oder so, nimmt der keinen Platz weg. Wiegt ein Hauch von nichts. Da passt ihr komplett rein. Das Ding ist in Orange. Ja, für den einen oder anderen Takt uncool. Aber letzten Endes geht es auch nicht darum, dass wir uns irgendwie zum Versteckspielen verabreden, sondern letzten Endes geht es darum, dass der Rettungsdienst, dass die Bergrettung euch da draußen im Gemüse finden soll. Und wenn ihr das damit veranstaltet, habt ihr schon mal ziemlich gute Chancen gefunden zu werden, denn das Ding ist in leuchtend Orange und reflektiert irgendwie um die 90% der Körperwärme. Und das ist schon ziemlich geil. Denn, Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen aller Art ist die Unterkühlung.
Das können wir vermeiden. Was ihr des Weiteren tun könnt, und um euch tatsächlich bei Laune bzw. gesundheitlich irgendwie zusammenzuhalten, das ist, dass ihr auf die letzte Kleidungsschicht, wenn ihr merkt, dass euch kalt wird, dass ihr auf die letzte Kleidungsschicht auf Höhe der Nieren ein sogenanntes Heatpack packt. So, das hier ist so ein Heatpack. Kann man, glaube ich, sogar sehen. Nee, kann man nicht so richtig. Aber anyways, ich packe es unten in die Videobeschreibung. Damit könnt ihr auf jeden Fall die Unterkühlung einigermaßen eindämmen. Was ihr auch nehmen könnt, sind diese mehrfach verwendbaren Handwärmer. Tipp unter Pastorentöchtern, packt die Dinger in eine Lock-and-Lock-Box. Dann lösen die nicht einfach ohne irgendwelche von und zu bei euch in der Tasche aus. Und ihr müsst die dann erstmal wieder aufkochen. Und das ist ein Prozess. Das hier ist ein Einmalartikel. So, ist es tatsächlich dazu gekommen, dass ihr irgendwie mit einem Skistiefel oder wie auch immer umgeknickt seid und ihr wollt das Ganze kühlen? Zum Kühlen habt ihr genügend Material da vor Ort. Ich empfehle für die Hosentasche oder für das EDC einen Gefrierbeutel, den ihr verschließen könnt. Ziplock-Beutel, irgendwas in der Art. Und das, was eure Hähnchenbrustfilets einigermaßen frisch und fluffig hält, da kommt statt Hähnchenbrustfilet, kommt da zum Beispiel Schnee rein. Den habt ihr da mehr oder weniger ausreichend irgendwo in der Nähe. Jetzt aber der Tipp unter Pastorentöchtern, dieses Coolpack bitte nicht direkt auf die Haut. Denn wenn ihr eine empfindliche Haut habt, kann es tatsächlich wie bei eurem Hähnchenbrustfilet, wenn es nicht richtig eingepackt ist, zu Gefrierbrand kommen. Das ist im Grunde wie Verbrennung, nur statt durch Hitze, durch Minusgrade. Kann sein, muss aber nicht. Wenn es tatsächlich zum dicken Knöchel oder was kommt, verfahrt ihr bitte wie folgt. Pause, Eis, Kompression, Hochlagerung. Da gibt es dieses, da hat dann irgendwann mal jemand Pech irgendwie zusammengeschrieben. Ne, für Kompression, statt das K für Kompression, hat das wieder Amerika-Denglisch. Oh, ich kann nicht mehr. Ey, können wir das in der Medizin einmal richtig machen? Ey, nur einmal. Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? God damn it. Also, Pause ist klar. Sportliche Aktivität einstellen. Eis habe ich euch gerade erklärt. Coolpack, beziehungsweise entweder ein Coolpack oder ihr nehmt einfach einen Ziplock-Portal, packt da Schnee rein, packt das Ganze auf die entsprechenden Stelle, Fuß, Hand, was auch immer. Dann Kompression. Kompression kann man die Dinger hier nehmen. Eine dauerelastische Binde. Kennt ihr diese komischen Klammern hier noch? In Fachkreisen werden die Schwiegermütter genannt. Hinterlassen nicht selten bei ungeübten Persönlichkeiten und anderen einen bleibenden Eindruck in der Haut. Geht auch schöner, ist ein bisschen breiter, hat Haken, Flauschband, kein Kleben, keine bleibenden Eindrücke in der Haut. Ziemlich geile Sache, packe ich unten in die Videobeschreibung. Das wäre dann das Thema Kompression, und jetzt kommen wir zum Thema Hochlagerung. Und Hochlagerung tatsächlich die entsprechende Extremität, den Fußknöchel, was auch immer, über Herzniveau, und zwar über das Herzniveau von den Betroffenen. Hat den ganz einfachen Grund, weil es da dann nicht gegen anpumpen muss. Zu dem Kühlen noch ein. Jetzt wird nicht die ganze Zeit pausenlos durchgekühlt, sondern Tipp unter Pastorentöchtern ist 20 Minuten kühlen, 20 Minuten Pause, 20 Minuten kühlen, 20 Minuten Pause. Wenn ihr das soweit alles tatsächlich unfallfrei auf die Kette gekriegt habt, seid ihr schon sehr, sehr weit dabei. Zu der Rettungsdecke habe ich noch einen Tipp. Ihr könnt mit dieser Rettungsdecke auch signalisieren in den Bergen, bei Schnee, bei Eis. Tipp unter Pastorentöchtern, und das ist ein Tipp, der aus der Bergrettung kommt. Wenn ihr damit signalisieren wollt und könnt, dann macht das bitte mit der Goldseite. Denn die Silberseite wird in den Bergen, im Schneegebiet, im Skigebiet gern mal für irgendeine Eisfläche gehalten und wird nicht weiter nachverfolgt und wird nicht weiter für voll genommen. Diese Goldseite, die reflektierende Goldseite, das ist ein anderer Farbton, und der fällt auf. Nur mal so unter Pastorentöchtern, dass ihr es mal gehört habt. Wo ihr was kriegt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kinders, mir war es ein inneres Blümchen pflücken.
bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!